Von daher habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, das Wort Sklaven zu verwenden. Mein heutiger Gast ist eine gefragte Ägyptologin. Es war nicht einfach, Kontakt aufzunehmen. Das lag an verschiedenen Zeitzonen und an den Orten, an denen sie sich aufhält. Sie ist in China tätig, sie war in UK und ich habe sie erreicht in Estland. Ich freue mich auf Katharina Zinn. Wir unterhalten uns über die Entwicklung von Zivilisation im alten Ägypten. Jonas Hopf. Frau Zinn, was hat Sie ganz zu Beginn an den alten Ägyptern fasziniert und was fasziniert Sie heute am meisten? Die Frage nach dem Beginn ist, glaube ich, relativ schwierig, weil ich als Kind relativ jung, 5, 6 Jahren, schon fasziniert war vor den Ägyptern. Und damals war es, glaube ich, die Faszination, die von Geschichten über den Ägyptern kamen, die fast wie ein Märchen waren oder so, aber sehr nah an mir. Und mein Vater hat Geschichtsbücher vorgelesen und die Ägypter waren das, was für mich am interessantesten war und was ich immer nachgefragt habe. Was mich heute fasziniert, ist einfacher zu beantworten. Es ist, glaube ich, die richtige Mischung, die aus den Quellen kommt, aus den Texten, aus der visuellen Kultur und Gegenständen, dass die Ägypter viele Dinge miteinander verbinden, einen sehr praktischen Ansatz haben, aber trotzdem sehr klar auf Ideen fokussieren, sehr klar auf eine gewisse Art Design, Beauty fokussieren und generell sehr viele Sachen miteinander verweben. So, wir versuchen heute ein bisschen in Silos zu denken. So ganz klar, das ist Religion und das ist das und das ist das. Und bei den Ägyptern scheint es sehr klar, dass die Interpretation der Welt miteinander verbunden ist, so alle Bereiche. Ja, wie begann dann Ihre Karriere? Also wo haben Sie studiert? Ich habe in Leipzig studiert. Allerdings hatte ich schon für mich festgelegt, ich wollte Ägyptologie studieren als Ägyptologie als Studienfach so in der damaligen DDR noch nicht da war. Also es war ganz klar, ich studiere etwas bevor. Und in meinem Fall war das Bibliothekswissenschaften. Und Was ich für habe auch eine Wissenschaften? Ach Bibliothekswissenschaft, so, okay. eine Bibliothekarin. Wie Und die Heldin im Film Mumie 1. ja, genau. Es musste natürlich so sein. Das hat mir den Freiraum gegeben, in Leipzig schon an der Universität damals Vorlesungen in Ägyptologie zu hören, die damals gegeben wurden bei den Theologiestudenten. Also ich habe in Leipzig an der HTWK studiert, Bibliothekswissenschaften, und bin dann schon zu den Vorlesungen gegangen und habe dann, als ich abgeschlossen hatte, beschlossen, Ägyptologie zu studieren. Okay. Oh. Und was hat Sie dann bewogen, nach China zu gehen und vor allen Dingen diese kalte Stadt weit im Norden? Das war Zufall. First of all, ich glaube, Changchun ist bekannt unter Ägyptologen seit den 1980ern, seitdem Rainer Hannig dort war als erster Ägyptologe am Institut und die Zeit genutzt hat, dort sein Wörterbuch zu schreiben. Ja. Hat Changchun einen guten Namen Vielleicht bei erzählen Sie Ägyptologen? kurz, weil das so spannend ist, warum das nicht in Peking war oder Shanghai. Wieso ausgerechnet da so weit im Norden? Es war ein Archäologe an der Uni dort in den 1950ern, der als Archäologe angestellt war und aber hauptsächlich interessiert war an Ägypten, weil er einige Parallelen gesehen hat zwischen der ägyptischen Kultur und der chinesischen Kultur. Soweit ich sehen kann, ist er den Ideen des komparativen Sehens Ägypten-China nicht weiter gefolgt. Aber er hat Ägypten für sich selbst erforscht. Und damit war die Idee schon da. So, die Ägyptologie war als allererstes in Changchun etabliert, immer als Teil der Geschichte. Und dann die Geschichte der alten Welt. Und
In den 1980ern wurde dann beschlossen, internationale Kollegen einzuladen, was ja sehr bemerkenswert war, weil das war noch vor der Öffnung von China, sodass dann Ägyptologen, Assyriologe, altes Griechenland, altes Rom und jetzt neuerdings Byzantinistik auch mit dort ist. Und für mich war es die Chance, als ich eingeladen wurde, weil ich inzwischen sehr viel mehr Heritage unterrichte, wirklich zu meinen Wurzeln zurückzukehren und als Ägyptologin in einem relativ traditionellen Rahmen zu arbeiten. So, als mir das angetragen wurde als Gastprofessur, habe ich natürlich sofort zugegriffen. Ja. Wie weit sind Sie da oben noch vom Fluss Amur entfernt, also von den sibirischen Tigern? Wie weit ist das da noch? Oh mein Gott, das weiß ich gar nicht. Aber es ist schon sehr nördlich. Also Ja. Changchun ist wirklich fast auf einer Höhe mit Vladivostok. Da ist noch etwas China Ja. dazwischen, Ja. aber es ist schon sehr nordöstlich. Gibt es da so Eisfeste wie in Harbin? Ja, Harbin ist nicht weit entfernt. Ja. Also wenn ich sage nicht weit, dann nimmt das schon chinesische Ja, China ist, glaube Entfernung. ich, 43 Mal so groß wie Deutschland oder so ähnlich. Ja. Ja. So, also mit diesem Superschnellzug sind das nur 1,5 Stunden, was sozusagen für chinesische Verhältnisse um die Ecke ist. Ja. Und wir haben auch besucht das Eisfestival in Harbin, das war sehr gut. Und in Changchun wurden auch Eisplastiken Ja. errichtet. Natürlich nicht so, da ist dann schon ein Unterschied. Also Changchun war so minus 20 Grad und Harbin ist so minus 30. Also da gibt es schon einen graduellen Unterschied. Ja, also sehr Aber viel wärmer natürlich, ja, 10 Grad. genau. Springen wir in die Geschichte. Wenn im alten Mesopotamien ein König starb, dann starb ja nicht nur ein Mensch, sondern ein Stück weit auch der Staat. Und die ganze Gemeinschaft hat ein Interesse daran, dass irgendwie was erhalten bleibt. Also beispielsweise, dass man irgendwelche Taten schriftlich festgehalten hat oder Bauwerke gebaut hat, die eben über den Tod hinaus noch zu sehen sind. Wo sind da Parallelen und was unterscheidet das alte Ägypten von Mesopotamien? Also das sind ganz klar Parallelen und ich glaube, das sind Parallelen, die in allen komplexen alten Gesellschaften geteilt werden. Aufgrund der relativ hierarchischen Struktur der Gesellschaft, wenn der Oberste stirbt, ist immer die gesamte Gesellschaft, die gesamte Kultur, die gesamte Struktur gefährdet. Von daher haben wir ähnliche Sachen im alten Ägypten. Wenn der Pharao starb, begann eine sehr kritische Zeit. Es ist also ein Ende, dem ein neuer Anfang folgen muss. Und in dieser Zeit dazwischen muss die rechte Ordnung, Maat, wirklich wieder etabliert werden, wieder fest eingefügt werden. Und die ganzen Riten um die Einbalsamierung, um die Mumifizierung, um die Grablegung des Königs, und dann das Wählen des neuen Königs, das Krönen des neuen Königs, ist hochgradig ritualisiert, um dem Chaos, was da einbrechen könnte, entgegenzuwirken. Ja. Aber das ist nicht nur evident, wenn der König direkt gestorben ist. Es wird nicht immer wieder neu erfunden. Also im alten Ägypten haben wir ganz klare Riten, ganz klare Texte, ganz klare Dinge zu tun, die von vornherein ein Weitergehen garantieren, auch wenn ein ganz reales, momentanes, ja, ein Bruch da ist. Ja. Und von daher haben wir diese Texte, von daher ist ganz klar, was passieren muss. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass mit der Auslegung der ägyptischen Kultur und Gesellschaft als eine länger existierende, eine weiter existierende, nicht die Stadtstaaten, nicht darüber hinaus, sondern eine ganz klar definierte Kultur. Mehr Mechanismen existieren, sodass im Idealfall der praktische Fall eines
Chaoseinbruch ist, nicht ja, zum Zusammenbruch gehen führt. würde. Ja. Und ich glaube, das ist das, was Jan Assmann auch mit seinem kulturellen Gedächtnis mit beschrieben hat, die Mechanismen, die da Ja. greifen in. Das werden wir gleich noch vertiefen, aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei den Bauwerken. Den Ägyptern hat es ja offensichtlich nicht gereicht, einfach herausragende Berge zu bauen, sondern die Pyramiden waren ja auch, berichtigen Sie mich, wenn ich das falsch verstehe, aber Auferstehungsmaschinen. Das ist ein interessantes Wort, ja. Also die Pyramiden sind natürlich die Gräber, aber sie funktionieren nicht nur als Gräber. Wenn man auf die Pyramiden schaut, muss man natürlich den gesamten Komplex in ja, Augenschein nehmen, wo die Pyramiden platziert sind und was sie meinen im Gesamten. Sie sind insofern ja Auferstehungsmaschinen, als dass sie ermöglichen, Königtum zu etablieren und als Mahnmal bleiben, dass da eine Progression ist. Aber wenn wir vor allem auf den Komplex, den ersten Pyramidenkomplex, den wir haben, gucken, den Komplex des Königs Djoser in Saqqara, der dritten Dynastie, dann sehen Wann wir war ganz das ungefähr zeitlich? 2700 vor Christus. Ja. Also Zeiten sind immer schwierig in der Ägyptologie, weil wir keine absoluten Zeiten haben vor dem Neuen Reich. Alles andere ist zurückdatiert. Daher tun sich Ägyptologen manchmal schwierig mit ganz konkreten Aber Zeiten. ungefähr 2700 vor unserer Zeit. Ja. So, und da sehen wir ganz konkret in dem Komplex, wenn man reinkommt, gibt es eine Ritualfläche, die der König eventuell während seines Lebens genutzt haben könnte, bestehende rituale Läufe. Diese Läufe sind auch dargestellt, sowohl in Reliefs unter der Pyramide als auch in einem Komplex im Süden des gesamten Komplexes, das man das Südgrab nennt, wo wir den König sehen in diesen rituellen Läufen. Und dann haben wir die Pyramide. Auf der Nordseite der Pyramide haben wir dann den sogenannten Serdab, wo die Statue des Königs sitzt, mit leicht erhöhtem Kopf. Und direkt nach Norden guckend, in der Interpretation sehen wir das heute zu den Circumpolarstars, zu denen er gehen würde. Und das ist natürlich der erste Pyramidenkomplex mit der ja, Stepppyramide. Also er blickt in Richtung Nordstern. Ja. Und die Auffassung, die Interpretation, die religiösen Ideen ändern sich dann etwas von dieser Zeit zu der nächsten Dynastie, der vierten Dynastie. Das ist die Dynastie, wo wir die meisten Pyramiden haben, in Giza, wo dann plötzlich der gesamte Komplex, wenn man möchte, gedreht ist. Also es ist nicht mehr in der Süd-Nord-Orientierung. Wir haben jetzt eine Ost-West-Orientierung. Ja. Aber es ist halt die Einbindung des Osten zu Westen, der aufgehenden Sonne und dann der untergehenden Sonne im Westen. Ja. Und die Ideen, die sich dann da einfügen und gerade mit dem Einfügen in den Tageslauf der Sonne ist ja ganz klar die Wiedererstehung, die Sonne, die dann am nächsten Tag wieder im Osten aufkommt. Ja. Also von daher Wiedererstehungsmaschine nicht nur für den König, der direkt gestorben ist, sondern als ein Symbol für ja, religiös-spirituelle Auffassungen, die sich um, was kommt nach dem Tod, ist der eine Auferstehung, was für uns sollte erklärt werden, als das Leben schon ganz klar ist, ganz monumental. Ja. Und konnte ein Pharao tatsächlich ohne Kontrolle von irgendwelchen Institutionen regieren? Also war er tatsächlich ein absoluter Herrscher?
Er war ein absoluter Herrscher, aber ich glaube, es ist nicht pragmatisch genug gedacht, wenn man sagt, das ist wirklich der Despot, der alles allein entscheidet. Also wir wissen relativ von Anfang an, dass der Pharao Berater hat. Die Idee des alten Horusgeleiters, also die sogenannten Follower of Horus, die ihm folgen, sind Berater. Auch wenn das noch nicht der Hofstaat ist, wie es dann im späteren Weg ist. So, wir wissen ganz genau, dass praktisch an der Spitze mehrere Leute waren, die Einfluss haben auf Entscheidungen. Alle Dekrete später vor allem sagen natürlich, es ist die Entscheidung des Königs. Aber wir haben auch Erzählungen, wo gesagt wird, ja, der König entscheidet entgegen den Beratern über etwas. Aha, Und ja. das sagt ja auch ganz klar, dass er sonst auf sie hört. Also wenn er jetzt Ja. im Moment sagt, nee, 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 das ist nicht, ich weiß das. Oder er sagt dann, nein, nein, wir machen es anders, geht nochmal und lest nochmal die Schriften. Ja. Also das zeigt ein diffizileres Bild als jetzt ein Despot oder Diktator oder etwas like, als das. Aber natürlich in der hierarchischen Ausrichtung dieser alten Gesellschaften ist es natürlich klar, dass in der Interpretation es muss einen geben, der das endgültige Sagen hat. Wie weit das in jedem Einzelfall ist, ist natürlich etwas anderes. Ja. Jetzt haben Sie vorhin schon den Professor erwähnt, der in China mit der Ägyptologie anfing. Und er sah ja Parallelen zwischen China und dem alten Ägypten. Schauen wir mal auf die Verwaltung. Wie sehen Sie das? Kann man Beamte im alten Ägypten mit den Beamten der späteren eisenzeitlichen Kaiserzeit in China miteinander vergleichen? Ich glaube, am Hof hatten die Courtiers in Ägypten mehr Einfluss. Und im Land war oder scheint es so zu sein, dass ein klareres Netz ausgelegt ist. Ich weiß zu wenig von China im Moment, um einen direkten Vergleich Ja. vollziehen zu können. Aber es ist natürlich ganz klar, eine ganz klare in beiden Situationen, eine ganz klare von oben herab Entscheidung und Situation. Wobei sowohl in China als auch in Ägypten Entscheidungsfähigkeit bei den lokalen Leuten liegt. Ägypten ist sehr groß und war natürlich in alter Zeit noch größer im Sinne zu kontrollieren, aber es ist weniger groß, als China zu gewissen Zeiten war. Ja. Ich frage deshalb, weil im eisenzeitlichen Kaiserreich in China musste man ja sehr, sehr schwere Prüfungen bestehen, um da aufgenommen zu werden. Und man musste auch nicht unbedingt adelig sein, sondern nur fähig sozusagen. Man musste diese schwere Prüfung bestehen. Und dann konnte man Beamter werden. Wenn es sowas Ähnliches in Ägypten gab, dann muss es ja irgendeine Form der Überlieferung, Weitergabe von Wissen geben. Das war meine Überleitung zu dem Thema, weil Sie sich ja in Ihrer Doktorarbeit schon mit Bibliotheken auseinandergesetzt haben. Sie haben Jan Assmann schon erwähnt mit der Weitergabe von Wissen. Also wie lief das im alten Ägypten? Wir haben keinerlei Nachweis für irgendeine große Examen. Und in China war es natürlich, es war nicht nur das Examen. Sie mussten alle in die Hauptstadt reisen, was auch immer die Hauptstadt war, zu dem entsprechenden Punkt und das Examen ablegen. Also von daher kam das auch, sie mussten nicht adlig sein, aber um die Erziehung und Ausbildung zu erhalten und dann dorthin reisen zu können, war es natürlich die Elite. In Ägypten haben wir nichts, was diesem ja, Prüfungssystem entspricht. Vor allen Dingen im
Alten Reich, also dritte bis sechste Dynastie, erscheinen die hohen Beamtenposten bis hin in die Provinzen in den Händen der weiteren Familie des Pharaos gelegen zu haben. Wobei es schwierig ist, genau festzustellen, was Familie ist. Weil wir haben keine tiefere Feststellung als vielleicht Sohn, Tochter oder dann auf diesen Ebenen. Das könnte wirklich der leibliche Sohn sein, das könnte ein Cousin sein, das könnte, was man hier in der UK sagt, the cousin thrice removed sein. Das können auch Leute sein, die in die Familie aufgenommen wurden, weil sie besonders fähig waren, und dann als Teil der königlichen, weiteren königlichen Familie gesehen wurden. So, das ist das Bild, was wir am Anfang des Alten Reiches haben. Das führt dann vor allen Dingen in der fünften und vor allem in der sechsten Dynastie zu einer Inflation von Titeln. Und es ist sehr schwer auseinanderzuklamüsern, welche Titel sind wirkliche Arbeitstitel, und was, sind Titel, die verliehen wurden, um Status zu generieren. Und mit, der ersten Zwischenzeit, wo wir ein Zusammenbrechen der Zentralregierung haben, die Verantwortung mehr in den Provinzen mit den sogenannten Nomarchs liegt, also die den Nomes, den administrativen Gegenden vorstehen, scheint da eine Änderung zu sein. Beamtentum ist now mehr in den Provinzen, ist ganz klar zu dem jeweiligen Herrscher, kleinen Herrscher, orientiert. Und als das Mittlere Reich gebildet wird, gibt es wieder eine starke Zentralregierung, aber die ist ganz klar aufgebaut auf der, ja, was erreicht wurde in den Provinzen. Und was wir schon gesehen haben am Ende des Alten Reiches, dass diese Beamtentitel nicht mehr nur in der Familie liegen, wird jetzt ganz, ganz klar. Und wir wissen dann später auch von den Texten, gerade Schreiberausbildung, was vor sich geht. Also es ist eine ganz klare Weitergabe von Ideen in einem kind of an Apprentice-Scheme. Mehr als eine Schule, aber wir haben keinen Nachweis für eine zentrale Prüfung. Und so zentrale Prüfung. Irgendeine Form von Ausbildung. Ja, Ja. das ist ganz klar die Schreiberausbildung, die da ist, die darauf hinzielt, Beamte auszubilden. Ja. Und Beamtentum ist hauptsächlich männlich. Wir haben Frauen, die schreiben können, sehr wenig Evidenz, aber wir haben das. Aber die Beamtenlaufbahn ist männlich. Was können Sie zur mündlichen und zur schriftlichen Überlieferung sagen? Was weiß man da? Es ist natürlich immer einfacher, schriftliche Überlieferungen nachzuvollziehen, weil man hat die Sachen in der Ja. Hand. Und selbst wenn man zugrunde legt, dass wir ja nur einen Bruchteil von den Artefakten in Quellen gefunden haben, die jemals produziert wurden, ist das doch ein relativ gutes Bild. Mündlichkeit nachzuvollziehen ist natürlich sehr schwierig. Das geht meist als zweite Ebene durch die Texte, wo ganz klar gesagt wurde, ja, mir wurde das gesagt oder mir wurde das beigebracht. Aber was ganz klar ist, wenn man auf die ägyptische Kultur guckt, zwischen 1 und 5% der Kultur war literat. Wahrscheinlich sogar weniger am Anfang. Und 5% ist in der griechisch-römischen Zeit, wo ja, Schriftkundigkeit expansionell ansteigt. Ja. So eine kleine Prozentzahl,
dass wenn man nur in demselben Sinn, wie wir heute alles auf Verschriftlichung aufbauen, hätte diese Kultur so nicht funktionieren können. Da mussten andere Wege sein, ganz klare Autorität zu schaffen, Kanäle zu schaffen wie Erfahrungen, Wissen, Fakten tradiert wurden, wo ganz klar festgeschrieben wird, ohne es aufzuschreiben, was rechtens ist. Und diese Kanäle folgten mehreren Wegen, Oralität, visuelle Kultur, Texts und das miteinander verbunden. Und ich glaube, es funktionierte auf dem Weg, dass Schriftkonntlichkeit auch für andere ausgeführt wurde. Also, dass Leute Texte, Kenntnisse von Texten, Kenntnisse von Ideen hatten, wenn sie dann zum Beispiel ein Bild gesehen haben, Außenseite vom Tempel oder something like that, dann wussten sie, was gemeint ist, was dahinter ist. So die Wege, wie Ideen, vielleicht sogar Etikette, wie das richtige Verhalten dargelegt wurde, das funktionierte auch jenseits der Schriftlichkeit im Sinne einer individuellen Literalität. Also es muss Leute gegeben haben, die über ein höheres Wissen verfügten, und denen haben einige dann gerne zugehört, um dann selbst irgendwann Wissen zu haben. Ja, ich glaube, ich störe mich ein bisschen an dem höheren Wissen, Ja, aber okay. es ist natürlich, dass die eingeweiht waren und beauftragt waren, gewisse Dinge zu wissen. Wobei man sagen muss, wir streben heute mit unserer Ausrichtung auf Individualität so stark, dass jeder für sich alles weiß, idealerweise. Obviously, das wird nie eintreten. Aber ich glaube, die Ägypter haben dem nicht so angehangen, wie viele alte Kulturen nicht. Es war ganz klar, in bestimmten Bereichen gibt es bestimmte Dinge, die man wissen muss. Ja. Es gibt auch ganz klar, dass andere Leute dafür verantwortlich sind, andere Dinge zum Leben zu bringen. Also diese Also es gab Spezialisierung. Arztfamilien, es gab Familien, die kannten sich mit Färben aus, andere, das war der Schmied, der hat seinem Sohn beigebracht und Ja, so weiter. ja. Und dadurch, dass die Gesellschaft sehr hierarchisch organisiert war, sind diese Bereiche auch einfacher miteinander zu verbinden und wissen ganz genau, welchen Bereich innerhalb der Gesellschaft vorherrschend ist und welchen sie einnehmen. Und ähnlich ist das, glaube ich, auch mit dem Wissen. Also es ist auch ganz klar, von der höchsten Ebene wissen wir das so ein bisschen, der Pharao als der Mittler zwischen den Menschen und den Göttern hat eine andere Einsicht, hat einen anderen Bereich vom Wissen als jetzt manche Beamte. Er ist der oberste Priester, theoretisch wäre er verantwortlich für das. Natürlich, dass er das im Alltag als Einzelperson nicht ausführen kann. Das ist klar. Es gibt also dann Leute, die das für ihn machen. Aber ich glaube, das sind ganz klare Begriffe, wer steht wo in dieser Gesamtordnung, wer ist verantwortlich für was. Und im Großen und Ganzen scheint das auch erfolgt gewesen zu sein. Ansonsten hätte diese Gesellschaft nicht über diesen langen Zeitraum existiert. Das ist natürlich Auf und Abs gab, sieht man, wenn man auf eine Geschichte des alten Ägypten guckt. Aber ich glaube, da ist eine ganz starke Spezialisierung und Verantwortlichkeit in bestimmten Bereichen. Ja. Schauen wir mal auf den kleinen Teil, der schriftlich weitergegeben wurde. Gab es so etwas im alten Ägypten, das man als Bibliothek bezeichnen kann?
Es ist eine sehr gute Frage, weil wir haben relativ wenig als ja, Quelle wirklich das materiell nachzuweisen. Also wir haben in dem Sinne keine Bibliothek, in die man jetzt reingehen könnte und sagen könnte, okay, das ist die Bibliothek. Wir haben Weil im alten Mesopotamien gibt es ja immer wieder Orte, wo man tausende von Tontafeln findet. Dann sagt man, das war eine Bibliothek. Ja, also wir haben Sammlungen von Schriften. Viele von denen erscheinen in der ägyptologischen Literatur als Bibliothek, Berliner Bibliothek, Ramesseumsbibliothek. Aber es ist eigentlich nicht klar, ob das eine Bibliothek im unseren Sinne ist. Ich glaube, man muss eher fragen, gibt es einen Ort, wo bestimmte Ideen gesammelt werden? Und erstmal weggehen von diesen ganz konkreten Vorstellungen eines Raumes, wo alle Bücher drin sind. Also das ist ja auch ein sehr moderner Charakter der Nationalbibliothek, wo alles Wissen gesammelt wird. Wir haben natürlich vor allen Dingen von Edfu einen Raum, der als Bibliothek charakterisiert ist, das sogenannte Haus der Bücher. Und es ist beschrieben als die Sammlung allen Wissens. Das einzige Problem ist, der Raum ist vielleicht, also ist knapp 2 Quadratmeter. Sammlung allen Wissens, also das muss man sehr kompakt präsentiert haben. Und in dem Raum ist auch ein Katalog an den Wänden. 24 Rollen und in dem Raum sind kleine Nischen in den Wänden. Aber diese Nischen sind natürlich nicht groß genug, um alles Wissen zu sammeln in einem Raum. Ja, wenn man zu Nationalbibliotheken heute guckt, dann sieht man, die platzen immer aus allen Nähten. Es kann also nicht räumlich gemeint gewesen sein. Und wenn man an dem Katalog guckt, sind das eigentlich auch scheinbar ja random Titel. Aber wenn man auf die Titel guckt, die sind wirklich von allen Bereichen des Lebens. So, wenn wir da sehen, es ist das gesamte Wissen, dann ist es wahrscheinlich eher ein Symbol für das gesamte Wissen und die Auswahl der Texte spiegelt das wider, als wirklich physisch das gesamte Wissen. Und in einem ähnlichen Raum im Tempel in Philae, dann haben wir nur die Aussage an der Tür, dass es die Bibliothek ist. Da sind drin keine Nischen und auch kein Katalog. Und es ist aber ganz klar in Edfu, außer den Nischen und außer dem Katalog, sieht man auch den Pharao mit Bücherkisten vor Horus und er gibt die Bücherkisten Horus. So, was der Pharao hier macht, ist das, was ein Pharao machen soll: vermitteln mit dem Wissen zwischen den Göttern und den Menschen und das richtige Wissen darbringen, das richtige Wissen wirklich initiieren. Und ich glaube, das ist eher der Fall. Wenn man das sagt, muss man aber auch sagen, es ist ganz klar, dass Buchbesitz da war, dass Wissen da war. Also es muss etwas geben, wenn man sagt, ja, das ist das Belegexemplar, das ist die Mastercopy. Aber diese Plätze sind so nicht gefunden. Es wird diskutiert, ist das Lebenshaus, das Per Anch, eine Das der wollte ich Entitäten? gerade erwähnen, weil ich lese immer wieder mal von großen Tempelkomplexen, die wohl so das Zentrum bilden einer Siedlung. Und dort findet man die Verwaltung, aber ja, auch medizinische Einrichtungen und Friseure und so weiter und so fort. Und dann eben auch dieses Lebenshaus. Was ist ein Lebenshaus? Das ist eine gute Frage. Wir haben von der Spätzeit einen Papyrus, der das Lebenshaus beschreibt. Einen einzigen. Papyrus Salt. Papyrus Salt sagt, beschreibt scheinbar sehr genau, was das Lebenshaus ist, aber es ist schwierig zu interpretieren, was es ist. Es ist eine religiöse Beschreibung und es liest sich eher wie eine religiöse Beschreibung des Kosmos als eine direkte Beschreibung einer real existierenden Institution. Und es ist wiederum, das Lebenshaus ist genau das, was der Titel sagt.
Es ist alles, was das Leben ausmacht. Das heißt, das Lebenshaus scheint eine Bibliothek gehabt zu haben. Das scheint etwas wie ein Ausbildungsort zu sein. Wie weit? Schule, Universität? Fragezeichen. Garantiert Ausbildung und Weitergabe von Wissen zu speziell initiierten Leuten. Aber was wäre die Initiierung hier? Also wir haben keine Mechanismen, genau zu sagen, ist das ein Ritual? Aber es ist der Ort, der alles Wissen sammelt und Leute befähigt, Leben zu initiieren. So, das ist das Einzige, was man sagen kann. Nun haben wir ein Leben, Haus des Lebens Sehr spannend. in Amarna. Zentrale Stadt von Amarna in der Nähe des sogenannten Archivs, wo die Keilschrifttafeln, Tontafeln, die Amarna-Tafeln gefunden wurde. Ein ja, Gebäude in der Nähe, aber ein extra Gebäude aus luftgetrockneten Tonziegeln errichtet. Und wir wissen nur, dass es das Lebenshaus ist, weil oben auf den Tonziegeln ist ein Titel eingestempelt. Ja. Gar nicht. Das war nicht zu sehen von außen. So wie Amarna erbaut wurde, so schnell mussten ganz viele Ziegel gebraucht werden und es wurde dann obendrauf gestempelt, sodass sie wussten, wo das hingeht. Aber Ja. dieses Gebäude ist relativ klein. Also wiederum kann es nicht eine sehr große Institution sein, die alles das vereint, was ich gerade gesagt habe, in der wirklichen physischen Ordnung. Also man muss nur an unsere Universitäten gucken, mit den Universitätsbibliotheken, die ja unterschiedlich von Nationalbibliotheken sind, wo alles Wissen ist, dann sieht man, wie viel Platz man braucht. Und das ist einfach, das ist ein normales Gebäude. Ja. Also von daher ist es relativ schwierig, real existierenden Gebäuden zu folgen. Und der einfachste Weg ist, von Titeln auszugehen und versuchen, Beschreibungen zu folgen, die sagen, wo Wissen aufbewahrt wird. Der Pharao geht in das Bücherhaus und versucht, bestimmte Fragen zu beantworten und dann wieder zu seinen Beratern zurückzugehen und das mit denen zu besprechen. Man weiß, dass Schriften gefunden wurden. Und es wird eben gesagt, diese Schriften wurden gefunden in Bibliotheken, Archiven. Also es ist ganz schwer zu unterscheiden zwischen Bibliotheken und Ja. Archiven. So, es ist alles sehr wahr. Spannende Hinweise. Ja. So. Was macht die Stadt, die später Heliopolis genannt wurde, so besonders? Heliopolis ist eines der ältesten religiösen Städte, Gebiete, Gegenden. Es ist heute von Kairo geschluckt. Also es ist im Nordosten von Kairo, ist ein Gebiet in Kairo. Es ist in der Nähe der Pyramiden. Es ist die Gegend, wo man religiöse Aktivität von den, ja, wirklich vom Beginn des Alten Reiches, wahrscheinlich schon vorher, bis zur griechisch-römischen Zeit hat. So wie der griechische Name es sagt, Heliopolis, es ist der Sonne gewidmet und Sonnengötter und vor allen Dingen Ra über die längste Zeit waren schon immer verbunden mit Heliopolis. Aber wir scheinen schon Evidenz für Heliopolis als religiöses Center zu haben, bevor Ra als einer der Hauptsonnengötter wichtig wird. Ja. So, es ist wirklich einer der ältesten religiösen Center mit
ne, nicht das älteste, aber eines der älteren und in ganz klarer Nähe der ersten Hauptstadt, Memphis. Und als solches scheinbar ein sehr einflussreiches Gebiet für Gesamtägypten. Ich habe gelesen, dass sich dort auch der Gerichtshof der Hauptgottheit, eben von Ra oder dem Gott, der später Ra wurde, war. Jetzt, wenn es heißt Gerichtshof, die alten Ägypter hatten wahrscheinlich noch keinen Rechtsstaat ausentwickelt, wie dann die Römer sehr viel später. Aber was gab es in Ansätzen? Hatten die alten Ägypter eine Art Rechtsstaat? Rechtsstaat fokussiert ja hauptsächlich auf Rechtsprechung, auf eine zentrale Rechtsprechung. So wie du, wir haben kein Gesetze des Hammurapi oder ja, ein Auge für ein Auge oder etwas wie das. Recht ist mehr oder weniger die Etablierung des korrekten Lebens, das Leben nach Maat, dem jeder unterlag. Der König muss Maat initiieren, aber jeder muss entsprechend leben. Es gibt rechtliche Texte. Wir wissen auch von Orden. Sie haben vorher schon gesagt, dass an den Tempeln ganz viel verbunden ist, so die Tore der Tempel scheinen Plätze der Rechtsprechung zu sein. Sowohl von kleineren Tempeln als auch wirklich der großen Tempel. Und Rechtsprechung da scheint vor allem für die kleineren Tempel sehr regional zu sein, vielleicht mehr im Sinne von Dispute. Streitschlichtung. Streitschlichtung, danke. Als jetzt wirkliche Rechtsprechung laut Strafgesetzbuch, bababa, ist jetzt das anzuwenden. Aber es Ist muss das dann natürlich. ein Beispiel, darf ich Sie kurz unterbrechen, von der mündlichen Überlieferung, ja, dass sozusagen traditionell weitergegeben wurde, wie wird welches Verbrechen bestraft? Ich glaube, da gibt es viel Spielraum. Ich meine, im heutigen Rechtssystem gibt es auch viel Spielraum, je nachdem, wie man das auslegt, für welche Strafe man was erhält als Bestrafung. Aber es scheint, es muss ganz klar ein Übereinkommen gegeben sein, was wir würden heute sagen, rechtens ist und was nicht rechtens ist. Und das ist ja auch ganz klar vom Neuen Reich onwards, wenn der Tote vor den 42 Richtern bei der Weighing of the Hard Scene steht. Und er muss sich verantworten. Und das Schöne ist dann natürlich, vom Neuen Reich an haben wir das Totenbuch. Und im Text da ist ganz klar das negative Confession, dass man sagt, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht. Das heißt ja ganz klar, man soll das nicht machen. So, wenn man es nicht gemacht hat, dann hat man genau so gelebt, wie man sollte, wie auch immer das ist. Dem Recht unterworfen, ethisch gelebt oder wie auch immer man das nennen möchte. Von der Zeit an ist das einfacher zu fassen, aber dieselbe Idee ist schon ganz klar in den Quellen mit Streitschlichtung, ja, dass Leute wissen, wie man sich zu verhalten hat und dass es auch ganz klare Strafen gibt, wenn man das nicht hat. Und da wir nicht von allen Zeiten sogenannte rechtliche Texte haben, ist das wiederum etwas, wo man sagen kann, entweder haben wir nicht die Quellen, die sind nicht überliefert, oder das ist etwas, was der Richter, ich glaube nicht, dass es direkt den Berufsweg des Richters gibt in dem Sinne,
ganz genau weiß, wie er zu entscheiden hat. Und die Instanz, wo man sich Recht holen kann, scheinen die Tempel zu sein und ganz klar die Eingangsbereiche der Tempel, weil das ist der Bereich, wo sozusagen göttliche Rechtsprechung, also Recht in dem Sinne, der rechte Weg zu leben, ist sanktioniert bei den Göttern, die in den Tempeln leben. Und bis zu dem Eingangstor kann man kommen als Privatperson. Also das ist die ganz logische Stelle, wo man sich Recht holen würde. Ja. Spannend. Also es gab Gerichtshöfe, vielleicht noch keinen Rechtsstaat wie später bei den Römern, aber Ja, es gab es gab Regeln. klar Instanzen. Ja. Und Leute, die Aufgabe des Richters übernahmen. Ja. Schauen wir uns mal die Wirtschaft an. Wenn man sich mit der Eisenzeit beschäftigt später, also mit den Griechen oder mit den Phöniziern, da stellt man ja fest, dass die Wirtschaft über die Marktplätze organisiert ist. Bei den alten Ägyptern scheint ja eher der Tempel eine große Rolle zu spielen. Ja, wobei wir haben natürlich die Idee der Marktplätze. Dass Marktplätze oft in der Nähe von Tempeln eventuell stattgefunden haben, weil das einfach ein ganz zentraler Platz ist, wäre etwas anderes. Ökonomische Transaktionen haben nicht im Tempel stattgefunden, wobei man sozusagen Opfer darbringen den Göttern, die dann einen bestimmten Verlauf der Welt garantieren, könnte man ja auch als eine ökonomische Transaktion erklären. Ja. Aber was wir nennen Marktplatz, wäre nie im Tempel gewesen, aber durchaus in der Nähe von Tempeln. Und Tempeln sind einfach ökonomische Einrichtungen. Die besitzen das Land, obwohl theoretisch alles Land vom Pharao verwaltet wird, aber praktisch Tempel sind die größten Landbesitzer, die vermieten Land oder verpachten Land für Leute zu bearbeiten. Kann Also man das mit Klöstern im Mittelalter vergleichen? Also, dass irgendwo wird ein neuer Tempel gegründet und dann entsteht in der Nähe eine Siedlung, die mehr oder weniger ökonomisch abhängig ist von diesem Tempel. Also meine Frage zielt darauf hinaus, wie frei war der Markt, beziehungsweise wie viel hat der Staat damit organisiert? Theoretisch ist es die Aufgabe des Königs, Tempel zu gründen. Okay? So jeder Tempel wurde vom König initiiert. Das ist die Aufgabe des Pharaos. Tempel zu gründen, Kanäle zu bauen. So, Tempel zu erweitern, zählt auch als Gründung. Aber de facto im Alltagsleben ist es der Hohepriester des Tempels, vor allen Dingen bei großen Tempeln, und hier denke ich vor allen Dingen an Karnak und Karnak im Neuen Reich, die eine sehr große Machtposition oder Gegenposition zu der königlichen Macht haben. Und das führt ja dann auch zu der Amarna-Zeit oder in der Vor-Amarna-Zeit schon mit Amenhotep dem Dritten, Ja. der Macht der Hohepriester des Amun Einhalt gebieten will. Ja. Und Also es gab sozusagen eine Priesterschaft, einen Klerus, der im Laufe der Zeit, ich sag mal, ein Stück weit übermächtig wurde. ja, so es ist von Anfang an, dass der König Tempel initiiert, aber Tempel und die Priesterschaft die Macht des Königs und die Verantwortung des Königs bolstert. Also das ist wirklich ein Nehmen und Geben auf beiden Seiten. Und dann schon vorher, aber vor allem dann mit dem Neuen Reich und der Stärke des Amun, alle militärischen Aktionen, vor allen Dingen die Kriege im Ausland und das Kreieren des größten Ägypten, was wir haben in der 18. Dynastie, ist erklärt Moses der mit. Dritte, ja, der Napoleon. Genau, Moses der Dritte. Und das wird erklärt
als initiiert bei Amun oder sanctioned bei Amun. Und dafür will die Priesterschaft natürlich etwas. Und es ist immer mehr von den Verantwortlichkeiten und der Macht des Königs, des Königtums, was in die Hände der Priester kommt. Und das ist halt, weil man Verwaltung, Religion und Ökonomie schwer voneinander trennen kann. Also von daher große Transaktionen, große ökonomische Transaktionen sind entschieden in dem Spannungsverhältnis zwischen Königtum und Priestern und den Tempels. Aber was es natürlich gibt, auch wenn wir mehr oder mehr von der Idee der Verteilungsökonomie wegkommen, aber es gibt auch sehr viel private Art und Weise von Austausch von ökonomischen Transaktionen. Es gibt ganz klar Märkte. Wir sehen viele Frauen, die aktiv sind auf den Märkten, die Dinge anbieten. Und einfach von der Praktikalität, das kann nicht immer abgestimmt sein in allem Einzelnen mit den Tempeln, geschweige denn den Beamten, die im Sinne des Königs tätig sind. Also es gibt garantiert rein private Transaktionen. Was ja schon, wir haben vorher von Spezialisierung gesprochen, dass es ganz klar ist, bestimmte Bereiche tun was. Und auch wenn wir eher in Haushaltgruppen denken müssen als jetzt Familien in einem modernen Sinne und Haushalte in sich sehr weit reichend sind und von Produkten, die da produziert werden und so wahrscheinlich sehr selbst erhalten sind. Aber Austausch findet statt, selbst auf ganz normaler Ebene und dann auch mit sogenannten Luxusgütern auf alle Fälle. Und das kann durchaus privat geregelt sein. Und ich glaube, der größte Unterschied zum Römischen Reich ist es, dass wir halt die Regelung haben und ganz klar ökonomische Transaktionen haben, ohne dass wir Geld haben. Geld im Sinne von Münzen, Scheine oder so etwas. Es wird umgerechnet in Werte, Werte in Werte über die Idee des Kupferdeppen, so ein kind of nominelle Währung im Hintergrund, ohne dass man die Währung in der Hand haben musste. Und das macht es einfacher. Also ich biete eine Kuh an und ich will 3 Meter Linnen und dann finden die Leute eine klare Umrechnung, sodass niemand bevorteilt wird. Und das scheint vorhanden gewesen zu sein. Also von daher kann ich sagen, vor allen Dingen große Aktionen, ökonomische Aktionen sind gesteuert bei Königtum und Tempel. Aber das ist nicht alles. Wir wissen natürlich leider weniger über die normalen Märkte und das tägliche Umgehen. Aber es scheint auf jeden Fall beides gegeben zu haben. Ja, auf der einen Seite Zentralverwaltungswirtschaft über die Paläste oder Tempel, wo die Bürger sozusagen die Menschen Pflichten hatten. Die mussten sozusagen landwirtschaftliche Güter abgeben und so weiter und so fort. Das erinnert ja mehr an Sozialismus. Und auf der anderen Seite gibt es die Märkte, wo es eben dann auch freieren Handel gab. Und diese Mischung, die erinnert ja dann schon wieder ans aktuelle China. Interessant, spannend. Noch gar nicht nachgedacht, ja. Welche Rolle spielten Sklaven bei den alten Ägyptern? Erstmal möchte ich sagen, Sklaven wie im Römischen Reich gab es in dieser Art und Weise nicht. Es ist schwer, einen adäquaten Begriff zu finden. Manchmal wird mit Leibeigenen argumentiert. Es gibt natürlich Leute, die ganz klar abhängig sind von anderen
ökonomischen Situation. So, ich habe vorher schon erwähnt, dass das Land in Haushalten organisiert war. Haushalte sind oft eine Familie, aber können auch darüber hinausgehen. Und innerhalb der Haushalte gibt es auch Hierarchien. Also es gibt sozusagen die Kernfamilie, der das Land gehört, der das Haus gehört und so. Und dann gibt es Bedienstete, dann gibt es Leute, die mehr oder weniger freiwillig auf den Feldern arbeiten oder im Haushalt arbeiten. Ja. Auch in dem Sinn. Kurze Zwischenfrage nochmal, weil Sie das jetzt schon mehrfach angesprochen haben mit diesen Haushalten. Diese Familie in Anführungszeichen war ja nicht nur Verwandtschaft, sondern das war dann mehr wie heute die Mafia-Familie versteht. Interessanter Vergleich. Es ist mehr ein Zusammenhalt von Leuten, die zusammen leben und aufeinander einwirken und voneinander abhängig sind. Die Ja. Idee der Blutsverwandtschaft kommt zum Teil auch rein. Es kommt vor allen Dingen rein, wenn es Sachen zu erben gibt. Aber Verwandtschaft kann kreiert werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das ist eigentlich ganz klar, weil ich meine, in der Verwandtschaft Eltern, Kinder, dem kann man folgen. Aber schon da kann man nicht folgen, ist es vom Vater das wirkliche Blutskind. Ja. Ja. Und je weiter man kommt und diese Haushalte sind mehr Generationenhaushalte, sind weitere Bereiche. Es sind Haushalte, die Leute beinhalten, wo zum Beispiel eine Schwester weggegangen ist, ihr Mann ist gestorben, die Schwester kommt wieder zurück. Und zum Teil hat sie dann Kinder, ihre eigenen Kinder oder Kinder von ihrem Mann mit zurückgebracht. Also von da wird es schon ziemlich kompliziert mit der Blutsverwandtschaft und Blutfamilie. Ja. Es ist mehr ein Verantwortungsbereich. Also Leute in einem Haushalt sind verantwortlich füreinander. Top-down, aber auch in jeder Hinsicht und haben einen bestimmten Platz in dem Haushalt. Das heißt, das alte Ägypten ist über Haushalte wirtschaftlich organisiert und diese Haushalte bestehen eben nicht nur aus blutsverwandten Familien. Es ist mehr. Ja. Es ist natürlich unterschiedlich in, zum Beispiel, wenn man jetzt in nach Amarna guckt oder der Medina, diese ganz etwas speziell gearteten ja, Städte, da scheint es mehr reine Familien zu sein. Wenn man jetzt mehr in die Provinzen geht und auf andere Ebenen, gibt es eine weitere Familie? So, es ist nicht so einfach zu beschreiben. Und jenseits der Hauptstadt ist es auch relativ, oder jenseits des Königsstaates ist es schwierig nachzuvollziehen. Und ist eins der größten Kopfschmerzen, die man von Gräbern hat, wenn da sozusagen Familien aufgelistet sind. Wer Ja, ist was? ja, Aber ja. ja, im Großen und Ganzen ist die Hierarchie dann in diesen Haushalten, in den Dörfern und Städten, dann in den übergeordneten administrativen Einheiten, den Nomes und dann im Zentralen. So, jetzt kleinere Kerne, die dann in größeren Blasen organisiert sind, die Die wiederum dann in. wieder da dranhängen. Ja. Ja, okay. So. Aber zurück zu den Sklaven. Ja. In den Haushalten gibt es natürlich Leute, die sozusagen auf der sozialen Hierarchie ganz unten sind. Und die sind ganz klar abhängig von dem Haushalt und haben wenig zu sagen. Aber was wir nicht nachvollziehen können, ist diese Rechtlosigkeit, die für die römischen Sklaven vorherrschend ist. Dass sie sozusagen ja, mit jedem Knochen und der Haut demjenigen gehören, genau wie ihm, ich weiß nicht, der Divan gehört und
später der Sarkophag. Das scheint nicht da zu sein. Die Frage ist, wie das mit Kriegsgefangenen ist. Kriegsgefangene, die in das Land kommen, die entweder dann Tempeln gehören oder auch Soldaten, die den Krieg überlebt haben, gehören. Es ist nirgendwo beschrieben, ganz genau, was es ist, aber wir sehen auch, dass solche Leute zum Teil Land mieten können oder dass sie wichtig werden in den Haushalten. Okay. Also von daher habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, das Wort Sklaven zu verwenden, weil jeder natürlich sofort mit dieser ganz klaren rechtlichen Situation in Rom vergleicht, was Ja. vor sich geht. Aber es gibt insofern, es gibt relativ rechtlose Gruppen der Bevölkerung, die für die es schwierig ist, in bestimmte Bereiche vorzudringen. Und es gibt eine sehr schöne Erzählung der Berede Bauer, wo dann ganz klar ist, das ist jemand, der eigentlich keine Bildung hat, der relativ weit unten steht, der aber dann dem Pharao Paroli bietet in einer Diskussion, wo Ja. auch ganz klar ist, das ist jetzt, das hat nichts mit Sklaven zu tun, aber so die Bereiche, wer wohin gehört, kann auch überwunden werden. Okay. Und das scheint der Fall zu sein, wenn wir zum Beispiel frühere Kriegsgefangene haben, die dann bestimmte Rechte in der Gesellschaft haben, was dem widersprechen würde, dass man sagt, okay, vielleicht waren die Kriegsgefangenen die Sklaven des Ägypten. Ja, das heißt, Kriegsgefangene könnten vielleicht am Anfang erstmal Zwangsarbeiter gewesen sein, aber die sich dann integrieren und gesellschaftlich aufsteigen können. Und ich mag eigentlich den Begriff Zwangsarbeiter, obwohl der auch hakt, sehr viel besser als Sklave in dem Zusammenhang. Okay. Sklaven in dem Sinne, was die Stellung innerhalb einer Social Hierarchy wäre, also in dieser Sozialpyramide, dass die wirklich ganz unten sind und die wenigsten Rechte haben, aber nicht, dass die gesehen werden ganz adäquat als ein Objekt, als ein Gegenstand. Okay. Ja. Lassen Sie mich das Thema Wissen nochmal ansprechen. Mit Blick auf die Sterne oder mit Blick auf medizinisches Wissen, was beeindruckt Sie da am meisten bei den alten Ägyptern? Ich glaube, am besten oder am einfachsten ist es mit medizinischem Wissen. Was mich immer beeindruckt hat, wenn man medizinische Texte liest, wie alles miteinander verwoben ist. So, da ist die große Diskussion in der modernen Zeit, ja, Religion, nein, ich bin Wissenschaftler und das geht ja gar nicht zusammen. Und das ist das sehr Schöne, dass in den ägyptischen medizinischen Schriften, du hast eine ganz klare Beschreibung, was das Krankheitsbild ist. Dann ist das gefolgt bei einer religiösen Erklärung, wo das herkommt, warum. Und dann ganz klare Ein Warum, das heißt, eine Rezept. Schuld war damit verbunden. Manchmal Schuld, manchmal Dinge sind nicht mehr in der richtigen Ordnung. Aber es wird quasi eine Erklärung oder ein Grund gegeben. Das ist unterschiedlich von Text zu Text. Und das ist dann gefolgt bei einer ganz klaren Anweisung, okay, mach das, dann sollte es besser werden. So, da ist kein Unterschied zwischen dem religiösen Ansatz und dem wissenschaftlichen Ansatz. So, es ist eine ganz klare Entscheidung, dass beides miteinander zusammenhängt. Wie auch immer wir das heute sehen, So wie wie in kritisch wir Mesopotamien die sind, Astronomie sehr stark mit der Astrologie zusammenhängt. Ja. ist auch der Fall in Ägypten. Und ich glaube, das ist ein besserer Ansatz, ist ein holistischerer Ansatz.
Also wenn man in moderne Medizin geht und dort die Diskussion zum Beispiel zwischen Homöopathen und Schulmedizinern folgt, was manchmal sehr gegen den Patienten geht. Es gibt einfach Bereiche, wo beide gleichzeitig tätig werden können. Und ich glaube, Interessante Sicht. Gegenteil ist 2024. Also angegeben. Sie glauben, dass man von Homöopathen auch was Sinnvolles bekommen kann. Ja. Okay. Also eine Homöopathin sagte mal zu mir, man muss ja nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Okay. Und ich glaube, das ist etwas, was durchkommt. Und was mich auch fasziniert, ist, dass man eine Erläuterung braucht. So, warum ist derjenige jetzt krank? So, irgendwas ist passiert. Also man sagt nicht einfach, oh, krank, jetzt machen wir das, sondern das bereitet ja eigentlich, ich glaube, heute würde man sagen, ein holistisches Weltbild. Das ist viel zu hoch, aber dass man wirklich weiß, man braucht einen weiteren Blick auf Dinge und versucht, das einzubringen. Und ich glaube, das ist für mich bei den medizinischen Rezepten und medizinischen Texten das Interessanteste, zusätzlich zu dem, was sowieso jeder beschreibt, ja, wie weit die alten Ägypter waren in Erkennen von medizinischen Phänomena, und was man dagegen machen kann. Aber dieses Bedürfnis, den Menschen, den man vor sich hat und den man erklären muss, in mehr als einer Art und Weise zu beschreiben, so dass ist etwas, was mir die Ägypter sehr nahe bringt. Und für mich ist das ein sehr persönlicher Ansatz. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir versuchen, andere Kulturen zu erfahren. Nicht nur über sie etwas zu erfahren, sondern versuchen, nahe zu kommen, wie sie wirklich gelebt haben. Dass das natürlich schwierig ist. Ja, wir waren nicht dabei. Und wir müssen uns das zusammenstoppeln von sehr vielen Quellen, aber zumindest das Bewusstsein entwickeln, das sind Menschen, die aus welchem Grund auch immer die Welt so erfahren haben, wie sie haben. Und das, ja, baut Brücken, glaube ich, über die Zeit. Und ich meine, wir reden einfach, ja, 6 bis 2000 Jahre dazwischen. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu erfahren und zu begreifen. Was mich ja immer sehr beeindruckt, ist auch der Bootsbau und die Schifffahrt in so früher Zeit. Also es gibt ja auch diese berühmte Sonnenbarke, die man in der Nähe der Cheops-Pyramide gefunden hat, oder die Punt-Expedition der Hatschepsut. Was können Sie dazu sagen? Zu was war man schon in der Lage vor Tausenden von Jahren? Boote sind ja eins der ersten Bilder, die benutzt werden. Ja, wenn wir in die frühdynastische oder vordynastische Zeit gehen, vor allen Dingen Keramikgefäße, dekorierte Keramikgefäße, das Boot ist eines der ersten Bilder, die wir darauf finden. Und das macht Sinn. Also Ägypten ist eine Flussgesellschaft, gestählt, gewachsen um den Nil. Und auch wenn wir oft das heutige Ägypten im Blick haben, was ja sehr viel größer ist als der Nil, ist es heute noch so, dass der größte Teil der Bevölkerung entlang des Nils und im Delta lebt. Und das war auch der Fall im alten Ägypten. Das heißt, Boote waren schon immer sehr wichtig und sehr führend. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn man eine Kultur hat, die an einem Meer entsteht und eine Kultur, die an einem Fluss entsteht, weil der Fluss ist überschaubar im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, der Drang, auf die andere Seite zu gehen, ist sehr viel mehr da. Man sieht Und immer das andere Ufer, ja. genau. Und das miteinander zu verbinden. Und es ist natürlich auch einfacher, Gefährte zu schaffen, die einen auf das andere Flussufer bringen, als jetzt irgendwie
in das unbekannte weite Wasser hinauszufahren. Ja, wobei die Hatschepsut-Bund-Expedition, die Ja. ist ja im Roten Meer Ist im aufgebrochen, Roten ja. Meer und inzwischen wissen wir auch, dass es Hafen am Roten Meer gab vom Alten Reich. Also Aber noch mal 1000 Jahre vorher sogar, ja. ja. Ja, also von daher, aber selbst wenn wir sagen, okay, das sind im Alten Reich, die Darstellung von Booten auf der Keramik ist nochmal 1000 Jahre, 2000 Jahre eher. Ja, also da ist eine lange Tradition, ein langer Weg, wo man ausprobieren kann. Und wenn es schief ging, im schlimmsten Fall sind die Leute auf dem Boot ertrunken. Aber auf einem Fluss wie dem Nil, wenn nicht gerade Hochwasser ist, könnte man auch, wenn man schwimmen kann, zum anderen Ufer schwimmen. Also das Verlangen, diesen Weg von einem Ufer zum anderen zu überwinden, ist sehr Ja. stark und kann auch leichter ausprobiert werden. Und dadurch, dass das Land begrenzt war, du hast die Berge rechts und links, die Wüste fing dann gleich an. Also die Art und Weise, sich zu bewegen und zu erkunden, das Land, ist einfach überbot. Ja, und ist Und geografisch irgendwie vorgegeben, ja. ja, Was mich so. ja auch überrascht hat, ist, dass der Nil, der fließt ja logischerweise in eine Richtung, ja, von Süden Richtung Norden, aber der Wind weht genau in die andere Richtung, zufälligerweise oder glücklicherweise. Und so konnte man ja mit Segeln dann wieder den Nil relativ einfach wieder hochsegeln, ja. Genau. Und das ist natürlich das Glück der Ägypter, wenn man das mit anderen großen Flüssen vergleicht, dort ist es anders. Und ich glaube, das brachte dann auch schon relativ zeitig die Tatsache, dass man den Fluss benutzt hat. Boote sind natürlich aus Pflanzenmaterialien, jetzt nicht Holz. In der frühen Zeit, es gab relativ wenig Holz, Holz ist sehr weich. So, man hat damit experimentiert, was man nehmen kann. Und ich glaube, das ist eine lange Tradition, wobei diese Darstellung der ersten Boote ist schon sehr nah an dem, was man später als Boden hat. Und dann mit einer zentralen Instanz, auch wenn es noch nicht das ganze Ägypten am Anfang war, Holz wurde schon sehr zeitig importiert und Boote dann auch aus Holz gebaut. Aber die Expedition von Hatschepsut scheint schon etwas sehr Besonderes gewesen zu sein. Das Mittelmeer scheint eher befahren gewesen zu sein. So, und es ist heute noch so, ich bin kein Seefahrer, aber das Rote Meer ist als gefährlicher verschrien als das Mittelmeer. Also von daher, auch wenn wir noch nicht wissen genau, wo Punt Das wollte ich gerade fragen. hat, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Mittelmeer ist, es gibt auch einige Kollegen, die würden es gern im Roten Meer, einige Kollegen würden es gern im Mittelmeer Ja. verorten, aber es scheint am Roten Meer gewesen zu sein, auch wenn man nicht sagen kann, ganz genau, wo das Also Ziel war. vielleicht im Süden Arabiens oder Ostafrika irgendwo, ja. Ja, genau. Also von den Darstellungen in Delebachi, in dem Totentempel für Hatschepsut in Theben, einfach die Rundhütten, die auf Pfählen stehen, für mich ist, ja, Ostafrika das Wahrscheinlichere, aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie beweisen kann. Ja, spannend. Am Ende unseres Gesprächs vielleicht noch die Frage, mit welchen Themen Sie sich in den nächsten Monaten beschäftigen werden. In den nächsten Monaten, unmittelbar jetzt möchte ich gern weiterführen in diesem vergleichenden Blick auf Ägypten und China. Also ich arbeite mit einem Kollegen zusammen, der Sinologe ist. Aber das ist ein sehr, sehr am Anfang.
ob man in der Lage ist, wirklich eine Methodologie zu entwickeln, verschiedene Kulturen zu vergleichen und man nicht stecken bleiben würde mit ganz konkreten Vergleichen, auch das ist jetzt ganz genau anders oder das ist ganz genau gleich, sondern dass man wirklich gucken kann, ob ein Vergleich möglich ist, wenn man auf den Lebenszyklus einer jeden Kultur guckt. Ja. Ist da etwas, was typisch menschlich ist? Ist da etwas, was nur von der Kultur vorangetrieben wird und wo ist der Schnittpunkt? Ja. Und das Zweite ist, ich arbeite mit Objekten vom alten Ägypten in Museen, wo wir keinerlei Informationen haben, keinerlei Provenanz. Wir wissen nicht, wie das in die Museen gekommen ist, wo das herkommt. Und diese Objekte sind hier in Großbritannien in ganz kleinen Museen. Und ich arbeite mit denen und versuche mit modernen Künstlern ja, erweiterte Objektbiografien zu schaffen, so diese Objekte relevant zu machen für Audiences herum und dann zu gucken, jenseits des Heritage-Gedankens, ob das auch Einblicke in die Ägyptologie, in das alte Ägypten erlaubt und unsere Sicht erweitert auf die Objekte. Also ich arbeite mit Tänzern, ich arbeite mit ja, Poeten, ganz normal Fine Art, also Ölpainting und so weiter. Ja. Und bin da in der Diskussion über das. Also beides Dinge, die etwas über traditionelle Ägyptologie hinausgehen. Aber ich glaube, einen frischen Blick auf die Ägyptologie liefern Ja. können. Also Sie beschäftigen sich zum Teil mit, ich sag mal, vergessenen Objekten in Lagern, Lagerhäusern, ja, die bis jetzt keine Aufmerksamkeit bekommen haben oder zu wenig. Und zum anderen beschäftigen Sie sich aber auch mit Kunst, ja, die mit Ägypten zusammenhängt. So Kunst als eine Art und Weise, diese Objekte dem Vergessen zu entreißen. Und weil dies sind Objekte, die im Jenseits der berühmten Goldmaske sind, und jenseits der großen, ja, was Besucher zu Museen direkt interessiert. Aber ich glaube, sehr viel mehr dem Leben der alten Ägypter entsprechen. Kopfstützen, Teile von Figuren von Modellen und auch nicht von großen, bedeutenden Künstlerwerkstätten kommen, also in der Qualität etwas anders sind und dadurch auch zeigen, dass die altägyptischen Artisten oder Handwerker, je nachdem, wie man das sagen will, Dinge etwas anders gemacht werden. Das sind Objekte, die man so noch nicht gesehen hat, weil einfach Museumsleute gesagt haben, oh, die sind es nicht wert. Und dadurch Diskussionen erlauben, die man sonst so nicht führt. Ja. Finde ich sehr interessant. Letzte Frage. In Ihren Unterlagen habe ich auch von Museen der Lügen gelesen. Was ist das für ein Thema? Als ich angefangen habe, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, wurde mir oft gesagt, ja, das hat ja nichts mit dem Objekt wirklich zu tun. Das hat nichts mit Ägyptologie zu tun. Das ist ja nicht das wirkliche Ägypten. Und wenn man sozusagen den Gegensatz des Wirklichen, was wahr ist, sucht, dann ist das natürlich die Lüge. Und als Teil der Ausstellung, also ich bin Kurator von jährlichen Pop-up-Ausstellungen, die ich zusammen mit Studenten mache, mit Objekten von den lokalen Museen hier. Und als Teil davon laden wir eben Künstler ein oder Leute, die kreativ mit Objekten umgehen wollen oder darüber nachdenken. Und die Ergebnisse stellen wir dann als
Lügen da im Museum der Lügen. Und Ja. wenn wirklich den Betrachter so, was ist Wahrheit, was ist Lüge, ist die akademische Beschreibung, ist das wirklich die Wahrheit? Haben wir wirklich begriffen 100%, was es ist? Wenn jemand eine Zeitmaschine hätte und ins alte Ägypten zurückgehen könnte, wäre das wirklich ganz genau, wie dieses Objekt benutzt wurde? Oder ist nicht alles Interpretation? So, und um ein bisschen zu provozieren, habe ich dann das Naja. Museum der Lüge Ja. Leben gerufen und lassen die Besucher zu den Ausstellungen darüber diskutieren, was wahr oder was nicht wahr ist. Und das ist sehr interessant und ja, öffnet meine Augen wirklich sehr. Ja. Frau Zinn, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. War eine Freude. Jonas Hopf. Ich heiße Jonas Hopf. Nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie nicht verpassen, wenn ich ein neues Video hochlade.